Okay, warte, bis Sakamura dich nach einem Tag anruft. Ne? Ich glaube, wir nehmen wir einfach hier so stehen. Wird nicht viel passieren. Also. Ich hab was, das macht dein Teil härter als deine Kindheit. Der Spruch gefällt mir. Haben Sie schon Ihr Glück versucht? Wie bitte? Sie sehen aus wie ein Mann, dessen letzte Hoffnung eine Glückssträhne ist. Finden Sie wirklich? Das Glück ist wie ein Roulette-Kessel. Manchmal braucht es einen Anstoß, ein Risiko. Vielleicht haben Sie recht. Danke für den Rat. Wow. Also sowas sticht ja mal ins Auge, ne? Buchstäblich. Also ich sag mal, ne, wenn das Ding hier bis zum Anschlag reingeht, ne? Oi, 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 oi. Ja, lustig. Ja, aber was erwartet man auch in einem ne? Sexshop? Ja, so einen zum Beispiel, ja. Na? Wer macht denn hier die ganze Zeit Fotos? Hast du mich fotografiert? Bist du stabil? Verstehe. Na gut, na gut. So, dann wollen wir mal gucken. Wie, kannst du gerade? Willst du reden? Ich hab doch gar nicht abgenommen. Ich meinte persönlich. Kannst du zum Lager kommen? Ich hab ein Problem. Schon unterwegs. Puh, danke. Da bin ich erleichtert. Bekomme ich etwas mehr Infos? Worum geht's denn? Also, das würde ich dir lieber... Lass mich raten. Saul, oder? Du kennst mich zu gut. Mhm. Bis gleich. Naja, ich habe ja noch ein bisschen ne Zeit. Bis morgen früh. Bei ihm kann ich ja Dinge hier leider nicht klauen. Habe ich das gerade richtig gesehen? Hätte ich drauf drücken sollen? Bedrohung hoch, ja. Ja, egal, so für nebenbei, ne, so zum guten Abend, ne, sagen sozusagen. Kein Thema. Gehe zum Lager. Denke hier so ein Kreis. Ne, 4,2 Kilometer. Ja, okay, das ist in der Tat eigentlich gar nicht mal so viel. Ne? Auch in. Ne, ich sag mal, von hier aus bis nach Burger King, von hier aus ist es weiter. Ne, ich wollte mir eigentlich hier so eine Tusse aufreißen für die Nacht, ne? Aber ich dachte mir, ja mein Gott. Da kann man doch noch was Gutes tun. Andererseits. Muss ich erstmal irgendwie an ein Fahrzeug kommen. Oh, so ein Zufall. Da bringt mir ja schon einer ein Fahrzeug. Hallo. Lass mich in Ruhe. Kann wieder keine Kamera wechseln. Ah, okay, jetzt ist was passiert. Ich würde schon sagen, ey, 4,5 Kilometer oder was das da sind, die kann ich doch so nicht fahren. Was ist das denn? Das ist doch keine Cyberpunk-Mucke, das ist doch hier, Stranger Things. Dezent in die Richtung fahren. Mhm.
Ah, ich hab doch gehupt. Wisst ihr, was lustig ist? Ich wollte beide Autos treffen. Ja, und sowas ist mir wirklich mal passiert. Ne, beziehungsweise der stand nicht vorne an der Ampel, sondern der meinte im letzten Moment irgendwie noch eine Vollbremsung machen zu müssen. Und bei mir sind dann quasi Bremse und Handbremse getrennte Wege gegangen. Und dann ist man mehr oder weniger 200 Meter hardcore bremsend dann trotzdem noch in das Fahrzeug rein. Ne, und sieh mal einer an. Auch daraus habe ich hier nicht gelernt. Wobei, war nicht meine Schuld. War tatsächlich nicht meine Schuld. Was da alles kaputt gegangen ist, also was da alles versagt hat. Ne, also der gesamte Sitz ist rausgerissen, das Lenkrad habe ich abgerissen. Ne, also der Sitz ist komplett aus der Verankerung raus. Ne, die Handbremse hat nicht funktioniert. Also schon, aber die ist eben halt komplett durch. Ne? Also die hat sich zerteilt. Ebenso wie die normale Bremsscheiben, die sind weg, die sind dann abgefallen. Und der sogar der Gurt. Ich meine, der Gurt hat gehalten, aber da, wo der Gurt integriert ist im Fahrzeug, ne, also wirklich da, auch das ist alles auseinandergerissen. Das war schon ein Highlight. Ja, da hat man mich dann wirklich aus so einem Klumpen, hat man mich da ne, mehr oder weniger unversehrt rausgezogen. Und das Geilste an der Sache war, ne, dann wurde ich eben halt sofort erstmal im Krankenhaus und so weiter, alles Erste Hilfe, alles top funktioniert. Ne, ich war unverletzt, ich war leicht verwirrt, ne, also ne, keine Gehirnerschütterung, ich war einfach nur ein ne, Schockmoment irgendwie. Und dann haben die mich tatsächlich geil aus dem Krankenhaus wieder entlassen und so, ja, also ihnen fehlt nichts, sie müssen nicht hier bleiben. Ne, tschüss. Dann haben sie mich, und dann saß ich da draußen vom Krankenhaus. Ich wusste weder, wo ich bin, in was für ein Krankenhaus ich bin oder sonst was. Ich hatte mein Telefon nicht dabei, saß da draußen auf dem Stein und habe stundenlang einfach in die Gegend rumgestarrt. Also das war schon komisch. Da hat auch keiner gefragt, irgendwie sollen wir jemanden für sie anrufen oder so, oder? Ne, die haben dann gesagt, ja, tschüss. Ja, war eine interessante Erfahrung, nennen wir es mal so. Die alte Kaldus. Ja, wir wissen ja genau, was jetzt gleich passiert. Ne? Ich. Ja, erstmal fahre ich hier jetzt zart links. Ja, auf diese. Auf dieser unwegenden Straße hier. Eine Nebenstraße. Ich bin fast da. Also man kann hier nicht voll reingrätschen. Ne? Man wird wirklich automatisch abgebremst. Ach, okay. Okay, das Ding hätte ich wahrscheinlich auch nehmen können, ha? Restplatz hier im Lager. Ich will alle halbe Stunde Patrouille mit direkter Meldung an dich. Bereiten wir uns auf einen Besuch von Biotechniker vor? Wie? Da bist du ja. Hallo. Was macht der denn hier? Ich verbiete dir, diesen Militech-Konvoi auch nur anzugucken, also rufst du deinen Freund her? Um das Ganze hinter meinem Rücken zu machen? Genau. Junge, wenn es mich nicht gäbe, gäbe es dich nicht. Er direkt vor deiner Nase antanzt. Ich habe keinen scheiß Plan, was hier los ist. Gottverdammt, Saul! Du willst doch nicht echt, dass wir uns diesen Basilisk durch die Finger gehen lassen? Doch, will ich. Aber so eine Gelegenheit. Was für eine Gelegenheit? Den wow, als ich weg war, hat sich ja viel geändert. Nein, nichts hat sich geändert. Die Biotechniker-Leute sind in einer Stunde hier. Also baut bis dahin nicht irgendwelche Scheiße. Ich fass es nicht.
Da geht er hin, um das Gras grün anzumalen. Was war das vorhin mit dem Basilisk? Das ist ein gepanzerter Militech-Frachtpanzer. Schrott von 2060 oder so. Die wollen ihn an ein Entwicklungsland verschachern, wo er noch als technologisches Wunder bestaunt wird. Der Militech-Konvoi nimmt die 101. Direkt an uns vorbei. Da muss man doch Hallo sagen. Ist der Basilisk wirklich noch einen Streit mit Saul wert? Ja, so ein Fahrzeug würde uns endlich wieder auf Spur bringen. Die Familie fällt auseinander. Wenn wir in diesem Biotechniker-Mist hängen bleiben, nimmt uns nie wieder jemand ernst. Okay, also willst du das doch hinter Sauls Rücken machen. Deshalb hast du mich hergeholt. Cassidy, Ted, Carol und Bob sind auch dabei. Der Basilisk, wie planst du den zu klauen? Danke, W. Noch habe ich nicht zugesagt. Doch, eigentlich okay, schon. Lass uns mit den anderen reden. Na klar, sonst noch was? Also sind nur die vier Veteranen an Bord. Sonst niemand? Wir haben die anderen gar nicht gefragt. Das Risiko, dass einer mit Zoll redet, war viel zu groß. Außerdem verstehen eh nur die Veteranen, was es uns bringt, ein Basilisk zu haben. Das klingt ziemlich riskant. Quatsch, das wird ein Kinderspiel. Wir haben nicht mal großartig Security beim Konvoi dabei. Ich mag Mitch. Außerdem leisten wir damit unseren Beitrag im Kampf für den Weltfrieden. Warum sollte dieses Monster in irgendeinem dritten Weltbürgerkrieg enden? Hier setzen wir es sinnvoller ein. In Amerika. Wolltest du wieder versuchen, Saul zu überreden? Keine Chance, hm? Nein. Okay, alle herhören. Moment mal. Höre ich da Unsicherheit raus? Fick dich. Ey, ich wollte mich eigentlich kurz... Wir stoppen den Konvoi am Bahnübergang an der 101. Wir greifen von hinten an und verziehen uns so schnell es geht. Ja, ich bin Magier, oder Wünsche? Ein Monster, keine Maschine. Gute Arbeit, Schätzchen. Mhm. Schön kurz genau. Und bündig, wie ich's mag. Okay, bin dabei. Wann würden wir aufbrechen? Okay. Perfekt. Danke. Als erstes fahren wir zum Bahnhof. Da liegt die Lok zum Blockieren der Konvoiroute. Kommst du mit uns mit oder treffen wir uns dort? Ich komm mit. Sehr gut. Los geht's. Ich mag dieses Mitfahren. Das integriert irgendwie so ein bisschen. Ich glaube, deine Stimme hat ein bisschen gezittert. Nie im Leben. Ach, komm schon. Hattest doch bestimmt ein bisschen Pipi in der Hose. Leck mich. Aber bist du sicher, dass du keine Spuren hinterlassen hast? Militech wird nichts merken? Willst du mich beleidigen, Bobby? Okay, okay. Hab nichts gesagt. Ah, das hat was, ne? So von so einer nächtlichen, ne? Man kommt da so hin, ey, wir haben nur eine Stunde Zeit, bla bla, Streit, zack, sitzt man im Auto, ist auf dem Weg, ne? Das gefällt mir. Fahren wir. Merkt im Lager keiner, dass ihr nicht da seid? Ach, Saul will uns da eh nicht sehen. Will doch einen besseren zweiten Eindruck auf die Biotechniker von sich machen. Eure angefressenen Gesichter würden da nicht helfen. Würden sie in der Tat nicht. Ah. Was mit den Ruffen? Sind da Probleme zu erwarten? Denkt Saul zumindest. Hat rund ums Lager Wachen aufgestellt. Und was ist daran falsch? Er bekämpft weiterhin die Symptome und nicht die gottverdammte Krankheit. Okay, so eine Frage ist doof. Ja, so verbringen wir wenigstens den Abend noch, ne, hier in etwas Gesellschaft. Bevor wir dann am nächsten Tag, ne, Nakamura, ne, eine helfende Hand reichen. Ja, außerdem seht ihr, die fahren genauso durch die Wüste wie ich. Ja, mit einem Wüsten-Porsche. Tschüss. Wir bekannt vor der Parkplatz.
fettes Teil. Wenn du so drauf stehst, vielleicht sollten wir nur den Zug klauen und auf den Basilisk pfeifen. Jep. Und dann fahren wir nur dieses Monster zur 101 und wieder zurück. Da wäre Saul sicher mit am Start. Bereit? Okay, der Militech-Konvoi wird von Night City zur Basis fahren, wo wir auf den Käufer treffen. Wir halten ihn am Bahnübergang auf. Dafür müssen wir nur dieses Schätzchen in den Weg schieben. Noch irgendwelche Fragen? Wie? Wie genau wollt ihr das Ding bewegen? Alte Tech, Carol wird sie hacken müssen. Dann muss ich irgendwie Autorisierung vom Kontrollturm bekommen, um sie zu bewegen. Der Turm sieht auch inaktiv aus. Unsere Sorge. Panam und du, ihr besorgt einfach den Autorisierungscode. Okay, an die Arbeit. Aha, einfach und, Wow, das ging schnell. Dann halt die Treppe. Und wer gleich noch vorbeikommt. Danke, Leute. Ja, er sagt, hier sind mehrere Serien, Folgen, Staffeln einer Serie verballert worden, ne, für diese ganzen Quests. Mission, sagen wir Mission, nicht Quests. Ich mochte Züge schon immer. Und an den Bahnhöfen führen so viele Schienen zusammen. Mhm. Weichen. Ja, genau. Wenn man die von oben sieht, dann fühlt man sich frei. Als ob man zu 1000 Reisen gleichzeitig aufbrechen könnte. Ich meine eher hoffnungsvoll. Hoffnungsvoll. Ja, ich verstehe. Okay, da wären wir. Carol! Wonach suchen wir? Was für Karten? Hilfst du mir so? Na klar. Nada. Sieh an. Okay, die muss hier irgendwo sein. Wo liegen hier so irgendwelche Geldbündel rum? Mädchen, ich hab das Ding schon. Ich hab was. Sehr gut. Carol, wir haben eine Karte. Was jetzt? Wir müssen sie ins Lesegerät packen. Also wie? Die Karte ins Lesegerät? Okay. Kommt sofort. Dann wollen wir mal. Es hat geklappt. Sieh! Ist klar. Kleine, tapfere Dampflok. Die Lok. Weh, ich wollte mit dir reden. Worüber willst du reden? Ich weiß, das klingt dumm, weil ich dich um Hilfe gebeten habe. Aber warum hilfst du mir? Naja. Ich will wissen, wo die Reise hingeht. Du meinst denn, was für Schwierigkeiten ich gerate?
Findest du das amüsant? Ja. Ja, ein bisschen schon, ja. Außerdem will ich hin und wieder wissen, ob du okay bist. Also hast du noch weitere Besuche geplant, ja? Mhm. Ich behalte dich im Auge. Okay, ja. Gehen wir zurück zu den anderen. Ja, ohne Scheiß, bis jetzt mit ihr hier, das waren die besten Aufträge, ne? Also die am meisten Spaß gemacht haben auch. Der Konvoi, habt ihr ihn unter Beobachtung? Ja, Carol belauscht hin und wieder ihre Kommunikationskanäle. Alles läuft wie geplant. Bis jetzt. Das bedeutet doch eigentlich, dass genau jetzt ein Problem auftauchen müsste, oder? Wie, weißt du, wo Panem ist? So, naja, vor mir. Ich glaube aber nicht, dass ihm die Nachricht helfen würde. Na, und schon sitzen wir hier mit der Gitarre. Eine Minute. Und atme tief durch. Alles ist unter Kontrolle. Der Konvoi ist schon unterwegs in unsere Richtung. Bedenken wegen Saul? So nervös sein. Ist nicht die erste, die sich gegen Saul auflehnt. Ach, spar dir die Anekdote. Ich brauche keinen Trost. War es jemand, den ich kenne? Kannte. Scorpion. Er kam aus dem Krieg zurück. Hatte den Kopf voller neuer Ideen. Und einen Haufen neuer Kontakte. Wollte Saul überzeugen, dass wir uns Snake Nation anschließen. Meinte, das würde uns stärker machen. Davon hat er mir nie ein Wort gesagt. Was hat Saul gemacht? Saul hat ihn regelrecht fertig gemacht dafür, der Familie Ärger zu machen. Scheiße, er hat ihm ein Jahr lang keine Jobs gegeben. Na, das ist ja ein Trost. Danke. Du meintest selbst, du brauchst keinen... Wir sollten einen trinken. Auf Scorpion. Auf Scorpion. Cool. Ich versuche, ein bisschen zu schlafen. Okay. Wird noch eine Weile dauern, bis der Konvoi hier durchkommt. Sicher kein Auge zu machen, oder? Ich lieg einfach nur eine Weile hier, neben dir und bestaune die Sterne. Ist das etwa noch ein Fachgebiet von dir? Hast du auch Sternkarten in deiner Bibliothek? Was quatscht der da? Klar. Das da ist der große Wagen. Und siehst du den kleinen flimmernden Stern rechts davon? Ja, Lagerfeuer. Ja. Dann sind die Bremslichter vom Wagen im Arsch. Gute Nacht, Wie. Ist gut, der war gut, ne? Dann sind die Bremslichter vom Wagen im Arsch. Gehen.
Aber ganz nebenbei, ne, mal einfach mal so das Gespräch, was ich vorhin gesucht hat da oben am Fenster, ne? Warum machst du das und bla 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 bla. Das geht doch eindeutig in eine Richtung, oder? Mehr Geschwindigkeit! Okidoki. Auf jeden Fall sind die gut gepanzert, wie ich sehe. Zu mir oder zu denen? Ja, wie, okay. Wer nimmt das ganze Spielzeug mit? Na, war doch ein Klacks, oder? Scheiße! Es hat funktioniert! Natürlich hat es das! Genau wie ich gesagt habe! Ich weiß nicht mal, was wir da geklaut haben. Ist das ein Transformer, oder? Wie geht's dir, wie? Hattest du Spaß? Aber wie? Sei froh, dass du nicht mithelfen musst, diesen Haufen Schrott zusammenzusetzen. Für Mitch und Teddy geht der Spaß erst richtig los. Ah. Ich frage mich, ob ich mir Gemaule von Saul gleich auch noch anhören muss. Timing, wenn du mich fragst.
Oder steckt was anderes dahinter? Ich meine, irgendwie finde ich ja auch gut, dass auch diese Fahrten hier, ne? Ich meine, ne? Man kann einfach so rumgucken, auch wenn man halt so aus dem Auto halt rausguckt, ne? Und nur die Hälfte sieht, aber... Ne, diese Wege, also das finde ich gut, dass das da so drin ist. Ich könnte, ne, hier kann ich glaube ich nicht, nein, hier kann ich nicht. Normalerweise kann man solche Fahrten ja auch überspringen. Ich kann mit ihm reden, wenn du willst. Nein, danke, das erledige ich lieber selbst. Immer stehe ich auch im Auto. Hilf dich mit Zorn. Scheiße, Barnum! Jetzt geht's los. Niemand mag dich. Was hat das zu bedeuten? Siehst du doch, das ist der Basilisk. Ich sehe nur zwei Trucks mit riesigen Militech-Logos. Verdammt, Panam! Das sieht man aus meilenweiter Entfernung. Glaubst du, wir hätten nicht schon genug Probleme? Die Ruffen könnten jeden Moment hier auftauchen. Und jetzt müssen wir uns auch noch um Militech Sorgen machen. Schnauze! Fuck! Halt endlich dein Maul! Du willst für immer den Konzern die Stiefel lecken? Schön! Dann mach doch! Dann nehmen wir den Basilisk als Andenken daran, was diese Familie einmal war. Oder vielleicht können wir uns einfach das nächste Mal verteidigen, wenn wir angegriffen werden. Sobald ich mit Biotechnica fertig bin, halten wir eine Versammlung ab und reden über das hier. Und dich. Bis es soweit ist, schaffst du gefälligst diese Trucks hier weg. Und der Basilisk? Können wir ihn zusammensetzen? Macht, was ihr wollt. Aber geht mir aus den Augen. Bob, Mitch, ihr beide bringt die Trucks nach hinten. Wir müssen entladen. Gut, aber was machen wir dann mit denen? Oh, ich hab ne Idee. Hast ein ziemliches Organ. Danke. Ich glaube, das letzte Mal, als ich so geschrien habe, war ich 10 Jahre alt. Scheint alles nach wie vor zu funktionieren. Alles in Ordnung bei dir? Ja, natürlich. Obwohl die große Zugentführung der lustigere Teil von all dem war. Wenn du mich wieder brauchst, ruf einfach an. Wie? Das werd ich. Mach dich auf einen Anruf gefasst. Ich warte hier. Bis dann. Wie? Die Informationen von Okada waren sehr wertvoll. Und ich habe auch etwas in Erfahrung gebracht. Wir müssen uns treffen. Wo diesmal? Müllverbrennungsanlage? Verlassene Encard-Station? Im Süden von Japantown. Da gibt's einen Straßenmarkt. Auf einer Brücke über der Hauptstraße. Benutze den Fahrstuhl, da verläuft man sich leicht. Ich bin schon unterwegs. Lass mich nicht warten. Ja, ich gucke hier mal gerade nach einem passenden Fahrzeug, aber irgendwie... Läuft, nehmen wir den. Unabhängig davon, dass das hier jetzt nicht möglich gewesen wäre, ja. Aber nur ich schaffe es im Stand quasi, ne, das Auto auf dem Dach zu legen. Ah, herrlich. So. Oh, da war ein Stein im Weg. Ich kriege das Ding kaputt noch, bevor ich irgendwo eine Straße gefunden habe. Giftig mit Takemura. So, alles klar, da sind wir wieder in der Spur. Läuft bei uns.